Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch etwas mit auf den Weg geben, wie ihr ja etwas motivierter in den Tag startet und letzten Endes mit einem motivierten Tag in den Start in den Tag ist es natürlich ja mit mehr Energie verbunden, den Tag zu gestalten. Und im Grunde genommen ist es ganz einfach, auf der anderen Seite doch so schwer. Denn wenn ich morgens wach werde, weil der Wecker mich weckt und ich überhaupt nicht wirklich wach werden möchte, liegt das einfach daran, dass ich viele Dinge mache, die mir Energie rauben und die mir keine Energie schenken. Das heißt, ich bin da in gewissen Bereichen ein bisschen auf dem Holzweg unterwegs und möchte deshalb lieber im Bett liegen bleiben und die Decke über dem Kopf haben. Und deshalb der beste Tipp, wie du daran etwas ändern kannst, ist, dir darüber bewusst zu werden, was du selbst wirklich möchtest, was dein Herz wirklich möchte und dass du damit einfach auch die Information herausziehst, warum du morgens denn überhaupt aufstehen möchtest, warum du überhaupt in den neuen Tag starten möchtest, was du heute an Genialem aus deinem neu geschenkten Tag einfach machen kannst, was du heute an genialen Geschenken vom Universum zu erwarten hast. Also wenn du weißt, warum du morgens wach wirst, warum dieser neue Tag wie ein unbeschriebenes Blatt, wie ein Geschenk vor dir liegt und was du heute alles ja Schönes erreichen und machen möchtest, dann bringt dir das Energie und Motivation, um einfach in den Tag zu starten. Und deshalb ist es so wichtig, sich darüber bewusst zu werden und sich das bewusst zu machen, was ist denn überhaupt der Sinn meines Daseins hier? Wo liegen meine Stärken? Wo liegt meine Kreativität? Was haben andere Menschen davon, was es mich gibt? Was würde ich gerne in meinem Leben integrieren, um in meiner wahren Kraft und Stärke zu sein und ja, um meine Gaben und meine Geschenke mit anderen Menschen zu teilen? Das muss jetzt auch noch nicht mal einhergehen, nur beruflich gesehen, wenn du jetzt selbst in einem Beruf bist, der dir nicht die volle Erfüllung bringt, dann kannst du dennoch nebenbei schauen in deiner Freizeit, statt dir vielleicht irgendwelche Dinge reinzuziehen, die dich noch mehr runterziehen oder die dir noch mehr Energie rauben, die dich nicht weiterbringen, wie du dir bewusst Zeit für dich selbst nimmst, zum Ersten, dass du überhaupt herausfindest, was du denn gerne machen möchtest und zum Zweiten, das vielleicht als Hobby nochmal in dein Leben integrieren möchtest. Und dann hast du morgens einen Sinn, weil du dich dann drauf freust, heute nach Feierabend kann ich mich endlich mir selbst widmen, kann ich meinem Hobby frönen, habe das jetzt nochmal neu in mein Leben zum Beispiel integriert und dann wirst du voller Motivation und ja, Neugierde in den Tag starten. Ich wünsche es dir aus ganzem Herzen, schick dir eine herzliche Umarmung. Danke für dein Dabeisein, bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Irmgard.